Da drüben ist noch ein Stück vom Stamm. Den räumen wir noch auf. Wo war denn eigentlich der Sumpf? Ich suche gerade die ganze Zeit den Sumpf. Wir waren so viel unterwegs. Der Sumpf war überhalb vom Draugerdorf. Ja, hier war glaube ich welche. Ach, hier war welche. Genau. Hier welche, ja. Das Problem war, dass wir halt direkt immer daneben Ebene hatten. Außer hier beim Traugordorf. Außer bei dem einen da, ja. Dann wäre das ja wirklich nicht so eine dumme Idee. Was haltet ihr denn davon? Ja. Können wir denn zwei Portale überhaupt bauen? Weil wir hatten ja ein verlustiges. Wo ist denn da überhaupt der Sumpf beim Traugerdorf? Direkt drüber. Was? SOS ist also, unten? Nee, wobei. Und über dem Trauger hatten wir, glaube ich, keinen Sumpf. Kein Sumpf. Und das SOS-Portal ist verbunden, richtig? Ja. Kommt man da raus? Beim Kupfervorkommen. Direkt am Fluss neben einem Gebirgspart. Ach, bei ja. Tod mit Boot. Ja. Genau, bei Tod mit Boot. Richtig. Das ja. wäre ja in der Nähe. Ich würde mich da auch hinporten und würde da durchlaufen Richtung Trauger. Da musst du aber durch das Kalte. Nee, ich würde ja rechts lang gehen. Du könntest gerade hochgehen. So. Das müsste gehen. Ja, gut. Ich würde mitkommen. Dann das klingt gut. Gib dem Wahnsinn einen Namen. Otter! Was ist? Nur nichts zu essen. Es gibt was in der Essenskiste. Ich habe mich auch gerade bedient. Ja, ich habe auch noch. Ja, aber allgemein Sachen. Fleischmangel haben wir ein bisschen. Was? Wir hatten noch zwischenzeitlich so ewig viele tausende Stücke. Okay, ein bisschen haben wir noch. Da liegen über 20, über 40 Fleisch noch drin. Ja, sag ich doch, Mangel. Ich 10 für jeden. So, gleich bin ich wieder nackt in der Basis. Ich brauche eindeutig eher Alternativen zum Zugfleisch essen. Oh, ich sollte vielleicht nochmal zurück reparieren. Gar keine Nixenschwänze mehr? Nep. Nixenschwänze ist relativ Mangelware. Also einen haben wir noch, den brauchen wir aber noch für Potion. Da brauchst du Nixenschwänze für? Ja, für die Anti-Poison. Das hat bei uns nochmal alles Biene gemacht, deshalb wusste ich das jetzt nicht so genau. Mhm. Gut. Also, Harald, wo bist du? Ich bin der schon hingeportet. Das schon dann. Wir müssen nur sagen, wer mitkommen will, weil sonst würde ich das Ding dann nachher abreißen, wenn alle da sind. Ja, ja. Du willst. Ich würde es nicht abreißen, wenn alle da sind. Doch, wir können es ja dann wieder aufbauen. Ja. Stimmt. Okay, es kommen tatsächlich alle. Ihr seid verrückt. Ich hab's euch gesagt. Ja klar sind wir verrückt. Wie lange spielst du schon mit uns? Ey, wir haben sogar eine Bergbank hier. Ja. Naja. Gleich nicht mehr. So, passt gut auf mich auf. Ich hab alles in mir. Wir können deine Leiche flattern. Genau. Warte mal, bis auf das Holz für die Werkbank. Das hat irgendjemand anders. Ich nicht. Ich hab 9. Okay, warum stehe ich jetzt zufällig rum? Ja, Bäume sind, wir müssen da rüber und da drüben irgendwo eine Stelle finden, wo wir hoch können. Jetzt hier rechts probieren. Okay, wenn satt hochkommen, kommen wir alle hoch. Man muss halt ab und an mal ein bisschen springen. Ja, man kommt ja auch die Schneeberge hoch, also. Wartet mal auf Klitke, der fehlt uns irgendwie. Bin kurz hinter euch. Ja, ich wollte jetzt nur nicht mitten am Abhang stehen bleiben, wo ich dann wieder runter muss. Gießen! Bin da. Möhren! Baum! Vor uns ist eine Höhle. Und Gegner, die sich gerade gegenseitig zerlegen. Also. Oh, ich hätte mir Pfeile mitnehmen können. Ach, egal. Hinter uns ist aber noch ein Gegner.
Brauchst du jetzt noch was zu essen, Kitty? Ne, ich hab. Okay. Wollen wir die Höhle da angreifen oder nicht? Also brauchen wir jetzt unbedingt Sortlingkerne? Erstmal nicht. Kann sagen, Sortlingkerne brauchen wir eigentlich nicht so. Ja, dann lass uns ein bisschen links ausbrechen. Soweit es halt geht. Du meinst das rechts? Das Skelett mag uns. Halt die Klappe. Jetzt machen sie doch alles kaputt. Nö. Ach, ihr seid wirklich direkt dran vorbei. Na gut, ich bin ausgewichen. Nö, wir haben einfach nur... Ja, ja. Das eine Skelett, was uns beschossen hat, getötet. Naja, immer haben die Skelette angefangen. Schon klar. Ja, wären sie einfach tot geblieben, wäre das Problem nicht bestanden. Aber sie sind doch Untote. Sag ich doch, wäre sie einfach tot geblieben, wäre das Problem nicht bestanden. So machen wir schon. Ara ist schon so weit vorgerannt. Weil er uns alleine hat kämpfen lassen. Hey, ich hab gesagt, ich biege links ab. Bin ich gemacht. Da war ein schöner, entspannter Fußweg. Er hat rechts gesagt. Nee, er hat links gesagt und ist rechts vorbei. Sat hat rechts gesagt. Ich bin links gegangen. Okay. Ich habe einen Videobeweis, dass ich links gegangen bin. Ich kenne die Himmelsrichtung. Oder wie das heißt. Ja, links und rechts sind ja auch Himmelsrichtung. Mhm. Ja, links, rechts, oben, unten. Kennt man doch. Wie ging dieser Kinderreim? Niemals Rhone oder so ähnlich. Okay. Ach, der Otter hat wieder Spielkameraden gefunden. Na, da oben schießt noch einer, der Sack. Ja, ja, der bleibt da oben. Ich hab die liebevoll ignoriert. Ein Kupfer vorkommen, hier mache ich mir einen Punkt. Falls ich mal Kupfer brauche. So, der Weg ist ja auch schön kurz nach Hause. Ja, logisch. Wir haben ein Bötchen hergeschippert. Genau. Ja, das ist quasi hier. Bei Boot mit Tod, Tod mit Boot anlegen und fertig. Na, na toll, ich fühle mich nicht länger ausgeruht. Dann fahren wir heim. Ist okay. Hat jemand das Boot gesehen? Das ist zu Hause. Das Boot hat's richtig gemacht. Ja. Haben wir schon wieder so eine Hütte, ey. Das sind Blaubeeren, die brauchen unser Alchemist und Pilze. Wir müssen... Wir haben ein Werk dazwischen, das ist ganz gut. Yep. Ja, wir haben noch ein bisschen weiter drum herum rennen müssen, ne? Ich sag doch, wir müssen da den Berg rum. Au! Das hast du verdient. Ja. Axt ist zum Kämpfen echt nicht geeignet. Sag ich doch. Ich hoffe, wir kommen hier links rum, bevor... Warum macht mein Charakter gerade Schwimmbewegungen? Vielleicht schwimmst du gerade. Ich weiß es nicht. Also bei mir tust du es nicht. Ja, Harald, hinter dir ist einer. Ja, aber und leider vor dir. Auch vor mir. Lustig, wenn die sich gegenseitig bauen. Das stimmt. Oh. Ein Fünfer auf das Skelett. Oh. Der ist gut. Den hättest du verloren, den Fünfer. Yep. Ja, ich hab den Sternchen nicht gesehen. Das ist echtes Glücksspiel. Mach das nicht zu Hause nach, Kinder. Oh, und geht ins Bett.
Und der Pilz schwebte nach oben. Machen die immer alle erstmal hier auch die Blümchen. Vielleicht mal hart links. Naja, wir müssten jetzt eigentlich eher nach links. Da hat Donner vollkommen recht. Vielleicht nachdem wir das Dragor-Dorf ausgeräumt haben, das wird so gut. Das wird so in die Hose. Ich verstehe deinen Negativismus nicht. Kämpfe mit einer Axt. Ja, vielleicht. Ich kämpfe mit einem Speer. Ich habe ein Dragor-Dorf mit einer Axt schon eingenommen. Geht. Vorsicht, hier ist wieder eine Höhle vor uns mit, mit ein oder zwei abgemagerten. Genau. Kate Moss und Mahatma Gandhi. Valheims Next Topmodel. Ah, guck mal, da ist noch eine. Oh! Meint ihr das so, ja? Immer schön, du. So. Da ist Bauerdorf. Hast du denn dazu deiner Axt auch ein Holzschild und eine Bronzerüstung? Ja. Links von uns ist ein blauer. Harald, komm zurück. Genau genommen habe ich so in Traugerdorf eingenommen, ja? Wir könnten noch den blauen da reinziehen und ihm das alles kaputt klopfen lassen. Das wäre auch eine Option. Dann hast du aber hinterher immer noch den blauen am Arsch. Und kein Dorf mehr. Ihr seid immer so negativ. Was ist die Erfahrung? Also, ich möchte dich an gestern erinnern. Och, lass uns mal in die Ebene schippern. Der war doch geil. In der Ebene bin ich nicht gestorben. Der Schneefall war ein bisschen das Problem, aber... Oder, ach, lass uns da mal den Brunnen runtergehen. Ja, war gut. Hättest du nur nicht das große tiefe Loch geschlagen. Du hast doch zu mir gesagt, ich soll da mal nach unten schlagen, weil ich hab die bessere Axt. Ja, aber du hast es auch gemacht. Hättest du nicht auf mich gehört, wäre alles ja gut gegangen. Hier kommen die Trauger schon, die ersten. Der Fehler liegt ganz klar bei dir, Klitty. Ja, ja, ist klar. Die sind so grün. Ja, und der eine ist schon zu tot. Und die machen AOE-Schaden, die... Ah, von hinten sind sie eindeutig besser zu... Du kannst aufhören. Aber ich glaube, die stehen mehr auf Axt, ne? Als auf Knüppel. Knüppel war jetzt nicht gut. Oh, Innereien, da kann man auch schön Würste machen. Mhm. Das gibt lecker Schmecker, Freunde. Ich hätte die gerne auch mal angefasst irgendwann. Wo du bist fährst du? Meine hier. Wurst nicht an. Bleib mal stehen. Geh mir mal an die Wurst, an die Innerei. So. Ah, sehr lecker. Geh mal auch denn bitte. Also hier fässt nicht jeder meine Wurst an, jetzt ist aber auch mal gut. Ich will die Innerei, nicht deine Wurst. Achso. Da, okay, hinter dir liegt eine. Danke. Okay. Und das ist doch ein schönes Häuschen, also... Können wir jetzt hier irgendwo, hier unten, wo der Hirsch ist? Huch. Ich glaube, hat gerade auf mich geschossen. Ja, ja, von da hinten. Ja. Ah, da hinten ist der Trauger. Irgendwo müssten wir jetzt hier eine kleine... Ja, hallo? Regierungsstelle. Danke. Nope, du nicht. Nope. Oder weiter links ins Auenland hier rein. Ja, wir müssen... Da unten ist es. Ja. Jetzt nicht reinrennen, erst das Portal bauen. Ja. Könnt ihr noch ein paar Bäumchen fällen? Oder wollen wir uns Holz von drüben holen für einen kleinen Zaun? Wir brauchen keinen Zaun. Stell dich bitte hin, das ist gut. Wir müssen das Ding aber sowieso überdachen. Warum? Also die Werkbank. So, ja, irgendjemand hat das Werkbankholz, das hab ich nicht. Ich hab 11. Ja, mach ich mal eine 15. Werkbank. Urgebär. Freunde, wie war das mit dem Troll? Der ist hinter euch. Ja, der kommt gerade auf den Otter zu. Mhm. Vielleicht sollten wir einen Schritt weiter weggehen für das Portal.
Hinter die Eiche da oder so. Eichen sollst du weichen. Trolle sollst du buchen oder was? Eichen sollten uns reichen. Er geht wieder heim, Alter. Gut, dann hier auf diese wunderschöne Fläche. Ja, das sieht ganz gut aus. Ne? 6, 5, zack. Werkbank. Ich hab das Holz nicht gekriegt, scheiße. Hier ist eine Werkbank. Da schon eine gebaut. Da hast du Umwandlungsholz. Verschiedenes, zack. Da. Die ohne Seife waschen. Toll, da mache ich was zu essen und schon werde ich von sagt ignoriert. Entschuldigung, ich habe nicht mitbekommen, dass du wieder da warst. Ich habe das Essen da dadurch gerochen. Noch 5 Minuten? Was? Wo? Noch 5 Minuten? Wollen wir noch schlafen gehen und dann kämpfen, oder? Ja. Niemand will tagsüber kämpfen. Nachtsüber, Entschuldigung. Abgesehen davon, wenn wir sie im Morgengrauen angreifen, sind sie vielleicht doch müde. Ich mache mir eben fix noch ein paar Pfeilchen. Gib deine Augen. Wer hat denn jetzt die Eingeweide? Ich. Mag ich sie mir mal geben? Die liegen da hinten in der Ecke, Entschuldigung. Irgendwie hatte ich gerade keine Kontrolle über dahin, wo meine eigene Geweide, wo die Eingeweide hinspritzen. Beschmeißt mit euren Eingeweiden. Bringt eure Toten raus. Machen die grünes Zeug, die Traugs, oder können wir da ohne? Lasst mich sie alle töten. Ja, klar. Ich hab null Ahnung. So. Das wissen wir aber. Will ich noch mehr Pfeile? So, ein Pulktränke ist fertig. Ich will nicht das Schild umbenennen, ich will an die Kiste. Was brauchen wir denn an Tränken? Und für jeden eine Wurst. Brauchen wir Antigifttränke? Ich weiß es nicht. Das hatte ich eben auch schon mal gefragt und habe auch keine Antwort gekriegt. Ja? Ja, weil sich, glaube ich, gerade keiner sicher ist. Ich war noch nie bei den Trauge und bis jetzt wurde ich auch noch nicht vergiftet. Ich bin, glaube ich, auch nicht vergiftet worden. Oh, ihr habt eine Distel. Danke. Gesunder Met, das klingt immer so, als gäbe es auch ungesund. Ah, ich werde mir mal sicherheitshalber einen reinpfeifen. Der ungesunde Met ist der, den du als letzten Schluck trinkst. Das ist der Der Kopfschmerz-Met? Genau. So, ich liege im Bett. So, wie gesagt, für jeden ein Würstchen, wer ein Würstchen möchte. Ich gönne mir Smeet zum Frühstück. Ja, für zum Mitnehmen halt. Togo? Ja. Togo. Entsprechender Verordnung. Wird hier also, heute wie ich den Satz kenne, hat er morgen wieder vergessen. Wo sind denn Knochen gerade drin? Knochen. Gibt eine Knochen und Federn. Weil die waren überall. Und dann habe ich gedacht, mache ich noch eine Knochen- und Federnkiste. Ah, okay. Und du hast die Knochen nicht aus den Dingen rausgenommen und die Feder nicht aus der Natur? Nee, ich habe sie aus Natur und noch eine Kiste rausgenommen. Ich konnte nicht ahnen, dass sie in dreien drin sind. Für so verrückt. Na toll. Gleich kommt der Otter wieder rein und ist total nass. Ja, aber ich reib mich an dir ab. Nasser Otter, das riecht garantiert total lecker. Ja, ich werde morgen den ganzen Tag nach nassen Otter stinken. Mein Badetag war gestern. Ah, hallo! Für die nächste. Kann ich ins Bett, ich bin was? Ja, reib dich am Harald ab. Dann gehst du weg. Geh zum Volkwar, der mag so. Let's go, du tropfst nicht mehr, du kannst schlafen. Ja, aber dafür sind wir jetzt nass. Na toll. Irgendwas ist halt immer.